Hammerurteil vom Verwaltungsgericht Mannheim. Hier wurde die 2G-Regel an Hochschulen ausgesetzt. Das Land hat darauf schon reagiert. All das erläutere ich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Sollte dir das Video gefallen, lass bitte ein Abo da und schau dir das Video bis zum Ende an. Es herrscht Alarmstufe 2 auch in Baden-Württemberg. Daraufhin wurde beschlossen, dass nur Geimpfte und Genesene an der Hochschule an Veranstaltungen teilnehmen können. Dann hatte ein Pharmaziestudent geklagt, der ungeimpft war. Und die Corona-Schutzverordnung des Landes Baden-Württemberg wurde bezüglich der Hochschulen kurzfristig außer Kraft gesetzt. Denn, so die Mannheimer Richter, die Corona-Schutzverordnung sähe eben keine konstruktive Lösung vor für ungeimpfte Studenten. Und wir haben ja hier ein Grundrecht auf Bildung und auf Ausbildung. Und das sahen die Mannheimer Richter meines Erachtens zu Recht gefährdet. Denn Ungeimpfte wurden hier einfach nur gänzlich ausgeschlossen. Nunmehr ist es aber so, dass das Land Baden-Württemberg nachgebessert hat und vertritt nun die Auffassung, dass hier eben die Corona-Schutzverordnung nunmehr den Mahnungen der Mannheimer Richter Genüge getan wurde, denn es ist nunmehr festgehalten, dass parallel ein digitaler Unterricht stattfindet, dass die Vorlesungen und Veranstaltungen alle aufgezeichnet werden und dass auch die notwendigen schriftlichen Unterlagen an die Studenten unmittelbar weitergeleitet werden würden. Der Pharmaziestudent hatte eingewandt, dass auch private Kontakte notwendig seien, um sich auszutauschen. Man müsste in die Bibliothek gehen und ansonsten sähe er sein Studium an sich gefährdet, zumindest verzögert. Wir haben hier wieder eine riesige Gemengelage. Es bleibt abzuwarten, ob der rein digitale Zugang für Ungeimpfte ausreichend ist an Hochschulen. Ich halte auch diesen digitalen Zugang für unverhältnismäßig und damit verfassungswidrig. Ich denke, ein reines regelmäßiges Testen müsste ausreichen, um einen Zugang zu ermöglichen, denn letztendlich muss es nicht heißen geimpft oder genesen, sondern es müsste eigentlich heißen gesund oder ungesund. Und wenn man getestet ist und gesund ist, müsste man meines Erachtens Zugang zu allen öffentlichen Einrichtungen bekommen. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es hier in Baden-Württemberg weitergeht, und wir sehen uns wie immer vor Gericht.